Servus, grüßt euch. Willkommen zurück beim vierten Teil meines Platinum Guides Dark Souls 3. Wo sind wir stehen geblieben? Ich habe ein paar Level dazu addiert, war ein bisschen unterwegs, habe ein paar Seelen gegrindet. Und jetzt machen wir uns auf ins nächste Gebiet. Wir haben ja hier in der letzten Episode haben wir den Boss erledigt. Wort hieß er, glaube ich. Und jetzt können wir weiter marschieren. Los geht's. In dem nächsten Gebiet haben wir 2 oder 3 Trophäen. Eine davon ist maximal verpassbar. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir dort keinen Fehler machen. So, wir skippen das. Schild ist ausgerüstet. Und hier links holen wir uns gleich mal einen Seelencontainer. Zack, da ist er. Hier unten gibt es jetzt ein Tor. Wenn das aufgeht, kommen da 3 Hunde raus. Derer werden wir uns jetzt mal zuerst annehmen. So, Ausdauer regenerieren lassen und los geht's. Oh, vorsichtig. Der andere ist da. Sehr schön. Hier hinter haben wir jetzt noch 2 Hunde. Söderschädel nehmen wir auch mit. Dann holen wir uns da hinten. Müsste ein Heimatknochen sein. 2 oder 3 Mal. Ja. 2, genau. Und dann gehen wir zu dem NPC hier. Wir nehmen seine Dienste an. Und damit verschwindet er jetzt in den Feuerbandschrein, wo wir auch gleich hingehen werden. Sehr schön. Die hier zu töten bringt nichts. Ich glaube, die bringen auch keine Seelen. Wir testen das mal kurz. Nee, die bringen nicht mal Seelen. Die könnt ihr zurücklassen. Die sind euch auch nicht feindlich gesinnt. So, und dann sind wir auch schon im neuen Gebiet drin. Kurz schauen. Hier war nichts, oder? Nee, okay. Jetzt gehen wir erstmal zurück in den Feuerbannschrein und reden mit dem neuen NPC. Die Untotensiedlung, genau, die war das. Einmal zurückkehren. Der ist hier. Ich glaube links runter. Und dann nochmal links. Und da ist er. Oh, this and I. Then shall we bear. So, Level-Ups gibt's auf Nacken. Ich glaube bis zu 5. Und das ist viel wichtiger. Da müssen wir schauen, dass wir die relativ zügig holen. Die brauchen wir ja alle. Genau, sonst hat er nichts. Was haben wir? Wir haben 3000. Dann lass uns doch gleich mal die beiden mitnehmen. Und dann 14.000 müssen wir nochmal zusammensparen. Lass uns nochmal kurz gucken. Genau. Nicht vergessen, die Geste mitzunehmen. Hätte ich jetzt fast vergessen. Immer den Dialog erschöpfen. Das haben wir jetzt gemacht. Und dann können wir auch... Mir fällt gerade was ein, Leute. Ich habe nämlich was vergessen. Wir müssen nochmal ins alte Gebiet zurück. Wir müssen den Kollegen Schnürschuh noch aus seiner Gefängniszelle befreien. Das habe ich in der Tat in der letzten Episode vergessen.
Das machen wir aber mal schnell. Kurze Orientierung, weil ich hier immer nicht weiß. Den lassen wir vorbeiziehen. Und Wurfmesser. So, wo ist die Leiter? Aufpassen, hier ist ein großer unten. Genau. Sonst noch was? Ja, hier unten waren Items. Aufpassen, da ist einer, der Feuergranaten wirft. Und hier sind explosive Fässer. Noch ein paar Wurfmesserchen. Dann haben wir hier noch einen Kollegen. War hier noch was? Nee, ne? Okay. Und da ist er. No. You ring, but not the, please. I'll very well. I do. Sehr schön. Gut. Dann würde ich jetzt mal der Einfachheit halber ein Knochen benutzen. Und dann sprechen wir auch gleich mal mit dem neuen NPC. Der hat uns auch einen Ring gegeben, oder? Habe ich mich da jetzt... Ja, genau. Erhöht Schadensminderung bei geringen Trefferpunkten. Oh, da ist er. Oh, hello, and just... Do me a favor and give this ring to old Loretta. In der alten Frau Loretta am Fuße der hohen Mauer. Mhm, den finden wir gleich. Aber erstmal schauen wir, was der gute Mann uns denn hier verkauft. Brandpfeile. Das ist nicht schlecht. Da werden wir uns ein bisschen eindecken. Und wir werden Lorettas Knochen finden und den werden wir nicht an ihn übergeben, erst wenn wir hier ein bisschen was leer gekauft haben. So, Geste gibt's nicht. Und jetzt können wir in der Tat mit dem neuen Gebiet auch starten. Haben wir sowas? Ne, haben wir nicht. Reisen. Zurück zur untoten Siedlung. Ein gefährliches Gebiet. Deshalb lasse ich den Schild auch ausgerüstet. Aufpassen. Bomben. Gehen wir erst hier runter. Eins. Zwei. Da ist auch noch einer. So, und jetzt gehen wir hoch. Da ist auch noch so ein Kollege. Genau, da ist er. Sehr schön. Reparaturpulver habe ich in Dark Souls 3 noch nie gebraucht. Und jetzt... Und so
Womit die auch schon mal ein bisschen angefixt ist. Maximal gefährlich, bitte aufpassen. Gut, erledigt. Knochen von Loretta. Das ist der, den ich eben erwähnt habe. Den übergeben wir noch nicht. Switchern. Ja. Besten immer ein Schild oben haben bei denen. Nochmal einen Seelencontainer. Estus-Scherbe. Rechts aufpassen im Eck. Auch noch ein Kollege. Titanit, sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt fast in der Lage, unsere Waffe aufzuwerten. Okay, das müsste es hier gewesen sein, oder? Nee, doch nicht. Noch einer. Eine Arbeiterhose. Die zwei Schlafenden. Da unten ist noch ein Kletterer mit einem Flambergeschild, glaube ich sogar. Machen wir kurz die Tür auf und dann gehen wir erstmal oben entlang. Obwohl, wir nehmen das Item noch mit vorher. Das Schild. Übrigens, im vorherigen Gebiet habe ich den Rapier noch mitgenommen. Den habe ich beim Grinden, habe ich den nochmal gesehen. Aber den werde ich nicht benutzen. Höchstwahrscheinlich nicht. Genau da oben. Den falschen Knopf. Oh, den haben wir fast. Ach, keine Pfeile mehr. Na, schlecht. Okay. Aufpassen, hier links. Ist
jetzt nicht ungefährlich hier, wenn die loslegen zu probieren. Schnell hoch. Komm schon. Ich hoffe, wir schaffen es noch zum Bonfire, weil wir haben nichts mehr zum Heilen. Auf der anderen Seite ist auch nicht schlimm, wenn wir sterben. Weil ich glaube, dann bekommen wir nochmal extra Level bei dem NPC, den wir da unten vor der... hier, mit dem sprechen, nicht angreifen. Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Another Nana disappeared. So grunts and carries a cage. Ja, ich glaube mehr erzählt der Dude auch nicht. Nana's never coming back. So come into. Außer seinen kleinen Rap. Gut, da oben waren wir. Dann nehmen wir das Item noch mit. Verschwindende Seele. Ich will noch mal eben hochschauen. Was? Ja, habe ich vergessen. Heimatknochen. Gut. Und hier ist er, glaube ich. So ist es auch. Und dann... muss mich kurz orientieren. Gehen wir, glaube ich, hier entlang. Oder? Genau, die Tür haben wir geöffnet. Hier aufpassen. Könnte sein. Genau. Die Bomben hier alles zu. Obacht geben. Seele. Ich versuche mal bis zum Bonfire zu kommen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Da müssen wir trotzdem da unten. Ja, okay. Das war eigene Dummheit. Aber ist nicht schlimm, wenn wir sterben. Ich glaube, wir müssen sterben, damit wir drei Level-Ups bekommen von dem NPC, den wir befreit haben. Glaube ich. Aber das testen wir gleich. So. Also. Und wir kriegen ein paar extra Seelen. Wir brauchen sie ja eh. Für die Zauber, die wir kaufen müssen. Weil der NPC ist auch nicht ewig da. Und dann gibt es hier wenigstens ein paar Seelchen noch. Wird aber davon absehen, dass wir jetzt nochmal in den Mob da reinlaufen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Stattdessen gehen wir dann gleich hier rechts runter. Und einen Seelencontainer haben wir auch liegen lassen. Also manchmal ist gar nicht verkehrt zu sterben, weil man dann nochmal vielleicht das ein oder andere Item findet. Gut. So, jetzt sind wir hier wieder. Bloß nicht sterben. Gut. Da war nichts.
läuft die Mutti nicht da hier lang. Titanitscherbe, random Fund jetzt, nicht schlecht. Umkreisen, Backstab und der Cast ist bissen. Ach Mist, wir haben keine Pfeile mehr. Aber überhaupt keine. Doch, gewöhnliche Pfeile haben wir noch. Können wir die vielleicht mal kurz anfixen? Jetzt kommt sie. Aufpassen. Und geschafft. Hundchen. Und jetzt kommen die Rotzen. 5 Stück an der Zahl und eine große. Teilen. Und da werden wir jetzt auch gleich den nächsten Ring finden. Kleinen Seelencontainer. Der große Rotz. Und da ist er. Sehr schön. Jetzt müssten wir auch Richtung Bonfire kommen. Eine Sache gibt es jedoch, die mich ein bisschen stutzig macht. Ein irrer Finstergeist. Okay. Das warten wir jetzt mal kurz ab. Weil wir ja auch noch nicht beim Riesen oben waren. Ansonsten könnten wir den cheesen. Ans Leuchtfeuer können wir jetzt gerade nicht mehr, solange der da ist. Ui. Wir wollen nicht beide auf uns ziehen. Warten jetzt mal, bis der rumlaufende Kollege sich mal ein bisschen entfernt hat. Weil beide wollen wir nicht bekämpfen gleichzeitig. Genau. So, jetzt. Komm her. Ja, jetzt kommt er. Der andere heilt sich. Und dann ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Genau, jetzt kommen wir nämlich hier raus. Nicht minder gefährlich, der Ort hier. Na komm. Andere wieder. Ich werde wahnsinnig hier. Und doch tatsächlich bis hier oben hin. So, ich will hier nirgends runterfallen.
Nein! Gut, macht Gott sei Dank nicht allzu viel. Aufpassen. Sehr schön. Haben wir den Kollegen auch erledigt. Haben wir der Wirbelsäule. Okay. Jetzt aufheilen. Seht ihr oben links. Sehr schön. Erledigt. Eine Sorge weniger. So, jetzt immer noch mal Pfeil und Bogen. Und Mutti hier. Ausdauer regenerieren. Und jetzt sind die Pfeile leer. Wow! Komm runter. Jetzt habe ich nichts mehr gesehen. Aber gut, dass es gut gegangen ist. Kleine Titanitscherbe. Hier müssten auch noch mehr sein. Von den Titanitscherben, da schauen wir mal schnell hier. Ja. Na, wir hatten das Thema ja schon mit dem Springen. Scheint nicht so ganz meine Stärke zu sein. Egal, weiter geht's. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, was da lag, ob das wichtig war oder nicht. Aber wir schauen es uns an. Zweiter Versuch. Und geglückt. Eine rostige Münze, ja, das... hat sich doch gelohnt. Wir müssen auch noch den Crystal Lizard müssen wir hier auch noch platt machen. Dürfen wir nicht vergessen. Und das Gebiet machen wir hier auch gleich mal. Dieses Areal zumindest des Gebietes. Hier geht's runter. Und Titanitscherbe. Genau. Aufpassen. Rechts. Hier auch aufpassen. Sehr schön. Eine Peitsche. Ich glaube, wir können unsere Waffe dann jetzt auch... aufwerten gehen, würde ich sagen. Kurz schauen. Genau, hier war auch noch was. Snipen wir uns auch. Vielleicht kriegen wir auch mit den ganzen Seelencontainern, die wir gesammelt haben, vielleicht kriegen wir da 14 Riesen zusammen. Aber wir schauen mal. Ja, maximal unangenehm, die Dudes. Dann halt so. Ich glaube, eine ist da vorne noch.
heilen, zur Sicherheit. Hier runterhauen. Auch nochmal ein Seelencontainer. Und hier ist auch noch ein bisschen was versteckt. Ein Loch im Boden. Da gehen wir jetzt auch mal runter. Krieger des Sonnenlichts. Da ist die Trophäe. Hier heilen wir uns nochmal schnell auf. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Alles Zeug, was wir brauchen. So, ich würde ganz gerne aber noch eine Sache erledigen, die mir bisher... nicht aufgefallen ist. Da schauen wir jetzt mal, wo ich denn da was übersehen habe. Denn bevor wir zum Boss gehen, müssen wir noch einem Eid beitreten, der ein bisschen versteckt ist. Nochmal eine Arbeiterunterhose. So, die haben wir ja schon erledigt. Die zwei, die kommen nämlich hier durch. Es müsste nämlich einer rumlaufen mit einem Käfig auf dem Rücken. Und bei dem Kollegen müssen wir hinten ran und in den Käfig steigen, damit wir in das Boss-Areal kommen. Und da muss ich nochmal schauen, wo der denn war, denn es ist mir irgendwie gerade nicht im Bewusstsein, wo der ist. Deshalb nutze ich es auch mal, dass wir hier alles erledigt haben. Das gibt uns die Freiheit, hier mal ein bisschen rumzuschnüffeln. Genau, ich glaube, da war er aber nicht. Der müsste in der Nähe von dem NPC sein, der im Käfig war. Dem haben wir ja gesprochen. Waren wir hier eigentlich schon? Aufpassen, Hinterhalt. Nochmal eine Seele. Aufpassen, die Bombentypen sind immer noch da. Vielleicht habe ich in der Tat was übersehen da oben. Das schauen wir uns nochmal an. Ja, wir sind schon ein bisschen über die 30 Minuten. Aber das ist wichtig, dass wir diesem Eid beitreten. Wir machen uns die Eye-Frames zunutze. Einer. Ja. Aufpassen hier. Mal schauen. Nee, da war er, glaube ich, nicht. Sind die Kollegen. Ich war der Meinung, dass der hier irgendwo rumläuft. Der sieht aus wie die mit den großen Töpfen, aber der hat einen Käfig auf dem Rücken.
Und den bräuchten wir mal. Da oben übrigens auch ein NPC, wo wir Pyromantien kaufen können. Nur mal so als kleiner Spoiler vorab. Sorry. Ich hoffe, das beeinflusst jetzt nicht. Aber gut, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Heimatknochen, kehren zurück in den Feuerbannenschrein. Und überprüfen jetzt mal, ob wir tatsächlich noch ein Level abbekommen. Falsche Richtung, oder? Ja. Ja, klopf mal dein Schwert da. Oh, hello, hand in one. So, hier, das machen wir erstmal nicht. Goodbye. Überleg gerade, ob wir wenigstens machen wir ein Level ab oder kaufen wir den Zauber. Ich glaube, wir kaufen den Zauber, weil das ist eine Spur wichtiger. Genau. Wunderbar, dann haben wir das erledigt für den Moment, würde ich sagen. Und wir werden dann in der nächsten Episode die Untotensiedlung weitermachen. Und dann hoffe ich, dass wir auch den Typen mit dem Käfig auf dem Rücken finden. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Like und Abo dazulassen, wenn es euch geholfen oder gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Servus!